Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute nochmal einen Tumblr machen, wie man sehen kann. Und zwar mit einem schönen Winterthema. Also, ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ihr wisst ja, ich stecke meine Ansprüche immer relativ hoch, um dann festzustellen, dass es so einfach auch nicht ist. Deswegen nennen wir es mal so, wir versuchen heute einen Winter-Tumblr zu machen. So. I am going to, well, I try, this is an attempt to do like a winter wonderland tumbler. And what I already did, I have my 20 ounce skinny, I think it's a skinny tumbler. I just sanded it slightly. It was white, so I didn't have to sand a lot or prep a lot. I just gave it a light sand with 240 grit. And then I just spray painted this with just a flat white. And it's from Montana. I think it's called Ice Blue. So, this is all I've done so far. I just put it on my Turner and I printed out or cut out, no, both. I printed and I cut out some stencils, some vinyls, and some water slide foils. So I got this stack. I got some snowflakes. I got my winter wonderland. Little birds, these are all vinyls, and then I have my water slide foil with these patterns. Also, ich habe mir ein bisschen was ausgeplottet und ausgedruckt. Ich habe, wie ihr sehen könnt, hier einmal so einen Hirsch, ich habe kleine Vögel, ich habe einen Schriftzug Winter Wonderland und ein paar Schneeflocken in verschiedenen Größen. Und ich habe mir mit Wasserschiebefolie oder auf Wasserschiebefolie noch so ein paar Muster ausgedruckt, also ein paar Bilder sozusagen, die wir zusätzlich auch noch nutzen werden. So, was ich jetzt als erstes mache, ist, ich werde einmal gerade hier meinen ganzen Krempel wegräumen, weil mein Tisch ist schon wieder messy und voll und das mache ich ganz kurz einmal sauber. Dann schneide ich mir ganz kurz meine Sachen hier so ein bisschen zurecht. Und dann bin ich wieder. So, I will just clean my mess here, just a little bit. I will cut out my water slide for my little symbols and then I will be right back. So, ich habe soweit erstmal alles vorbereitet und ich werde jetzt einmal meinen Hirsch hier nehmen. Und zwar werde ich habe den geplottet, einmal, ich mache mal gerade Licht an, ich will euch das zeigen. Just turn on my light, I just want to show you something. I don't know if you can see this. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das fokussiert nicht. Ich habe einmal hier meinen Hirsch und ich habe hier so eine 1,5 mm Außenlinie. Ihr seht das, wenn ich das gleich entgitter. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal das innere Teil aufkleben als Schablone. So, I cut out my stack and this is an offset. So, I have 1,5 mm offset. But I want to just stick on my inner part and I try to read this as first one done and now I try to place some snowflakes. I am not sure if it's going to work because they are really, really small and fiddly. But I would just try. Also ich habe hier noch diese kleinen Schneeflocken. Ich weiß nicht, ob die funktionieren, weil die wirklich sehr klein und fisselig sind. Ich probiere es mal. Wenn nicht, lassen wir die so weit weg. Aber zumindest die größeren, die kleinen kriege ich definitiv nicht hin. Das sehe ich auch mit meinen Augen nicht mehr. I cannot really see close things really well. It's my age, unfortunately. I got it. Okay, let's put it here.
So, I have two more of the big ones. I will do this and then I will be right back. You don't have to wait like ages for me reading those little stars. Also, ich mache das mal gerade fertig, dann bin ich wieder da. So, ich habe mir hier noch Vögel drauf gemacht. Ich habe mich entschieden, dass ich die Schneeflocken nicht mache, weil das einfach zu viel Fiddelkram ist. Und jetzt muss ich nur mal gerade meinen Tumbler hier befestigen. So, I just decided not to take the snowflakes. I decided to put on the birds. So, ab jetzt mache ich ein bisschen Voice-Over. Ich habe mir dieses Tacket besorgt. Das ist so ein Glitzerkleber, also so ein Kleber sozusagen, den trägt man auf, lässt ihn trocknen und dann hat er eine klebrige Oberfläche und so kann man ganz toll Glitzer auftragen. Und das mache ich mir einfach mit dem Pinsel überall über den ganzen Tumbler. So, I got some Tacket and I just brush it on my Tumbler, on the complete Tumbler, let this dry and after that we can apply the glitter. So, den Glitzer, den ich habe, das ist von Dippon, der Crystal White Big Flake. Und den streue ich mir jetzt quasi einmal komplett über den ganzen Tumbler drüber. Legt euch, wenn ihr sowas macht, ein Blatt Papier, irgendwas drunter, wo ihr den Glitzer, der runterfällt, wo ihr den auffangen könnt mit. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach den runtergefallenen Glitzer wieder zurück in eure Packung schütten. So now I'm just sprinkling on my glitter. This is from Dippon Crystal White Big Flakes. And I got this big jar and just sprinkle it on over the tumbler. And make sure if you're doing tumblers to have a piece of paper or parchment paper, whatever you have underneath, so you can catch all this excess glitter. And then you can just easily pour it back into your jar. Ich mache euch die Geschwindigkeiten übrigens im Laufe des Videos immer wieder zwischendurch schneller. Diese Videos, so ein Tumbler machen, sind sehr, sehr viele einzelne Schritte. Das ist anders, als wenn ich Untersetzer mache und dann kriege ich so ein 9-Minuten-Video hin. Das funktioniert definitiv nicht bei einem Tumbler. Dementsprechend muss ich das schneller laufen lassen, sonst dauert so ein Video nachher 1,5 Stunden. Das guckt sich kein Mensch an. Ich weiß, die Zeit und die Lust habt ihr gar nicht. Dementsprechend mache ich die einzelnen Schritte zwischendurch immer schneller, erkläre aber, was ich mache. So I will always speed up the parts between. I always explain what I'm doing and then I speed up the parts because doing a tumbler there are so many little steps you have to take and the video is 1.5 hours long and I guess you don't really want to watch my video for over an hour. So that's why I always speed up the part. After I sprinkled on or poured on my white glitter and just go in with some blue glitter. This is just really cheap glitter. It's really kind of a craft shop we have. And this glitter is not really opaque and it's a cheap one. But it's really hard to get good glitter in Germany. I have to tell you, it's not really easy. Dippon has a great variety. But I haven't ordered yet, so I have to take what I can get very quickly. So that's why I'm using this cheap glitter and I will buy good glitter soon. Okay, now I got this and I will just pour the excess glitter into a little medicine cup. Now in German. Also, ich habe jetzt meinen blauen Glitzer, das ist vom Teddy einer und man merkt also wirklich einen Unterschied zwischen billigem Glitzer und wirklich gutem Glitzer. Dippon hat unheimlich viele Farben zur Auswahl, die habe ich aber noch nicht und die muss ich erst bestellen. Und Teddy ist halt das, wo man mal eben schnell drankommt, also habe ich mir den mitgenommen. Er hat funktioniert und in dem Falle war es auch ganz gut, dass der gar nicht so super deckend ist. Und ich arbeite den jetzt quasi so ein bisschen mit in das Weiß rein. So I'm just taking my excess, this is kind of a mixture between the blue and the white glitter. And I'm just sprinkling this on. The positive thing about an cheap glitter, because it's not really opaque, you can easily rub this into the white parts and you get in kind of an ombre look. Not because you are pouring ombre, it's just because the glitter is kind of, well, cheap.
It's not really good glitter. But anyway, it worked. It really worked. So I just go in and do it again and all over again, so that my whole cup is covered with glitter. And then we can let this dry. Also, wir gehen jetzt da noch ein paar Mal lang, machen das Ganze soweit fertig und bis alles schön gedeckt ist. Und dann geht's weiter. Jetzt ist es einmal an der Zeit, unseren kleinen Hirsch zu entfernen. So now it's time to remove the stag. And again, I am really, really new with my scan and cut and or Cricut or whatever that you want to call it. As I mentioned, I just cut out the stag and I made an offset. Now I know that I have to make the stag a little bit bigger, the same size as the offset. But it worked for me. It was my first attempt, still learning with tumblers, still learning with Cricuts or any cutting machines or something. So it worked. So I'm just removing the vinyl, and this is a permanent vinyl, so it's not easy to remove. For the next videos, I ordered stencil vinyl, and these are, it's a dream to work with. So if you don't have stencil vinyls, I just recommend them. They are just perfect. Also ich habe jetzt hier meinen kleinen Hirsch einmal entfernt. Ich bin ja noch ziemlich neu, was Plotten angeht. Ich habe mir einfach diesen Hirsch gemacht und habe ein Offset erstellt. Fürs nächste Mal weiß ich, dass, wenn ich das Offset gemacht habe, dass ich den Hirsch, die Grundform, noch ein bisschen größer machen muss, damit die gleich groß sind. Macht es ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich arbeite dran, ich lerne die Tumblr, ich lerne Plotten, es ist alles komplettes Neuland. Ich überlege hier, ob ich die Vögel wirklich entfernen soll. Eigentlich gefallen die mir ziemlich gut mit dem weißen Glitzer drüber und ich lasse sie. So I was just thinking about removing the little birds, but I decided not to because they look so cute with a kind of a frosted look. So I just left them in this metallic rose gold foil and this frosted look. I think they're just so cute. Now I go in with my tacket again and I am just brushing the tacket on the clear spot of my stag. Jetzt kommt das Tacket wieder und ich gehe mit dem Pinsel jetzt einfach in die Stellen rein, von dem Hirsch sozusagen, da wo noch gar nichts drauf ist. Die pinsel ich mir an, ist ein bisschen fiddly mit diesem Geweih nachher, aber es funktioniert. Kleiner Pinsel, dann kommt man da super hin. Einmal alles mit dem Tacket, das Ganze trocknen lassen und dann kommt der dunklere Glitzer für den Hirsch. In dem Fall habe ich von Hemway, ich habe ja so eine kleine Bastelecke, da habe ich noch ewig altes Zeug, es funktioniert. Ich habe noch Artpotch, das ist bestimmt schon 10 Jahre alt oder so, funktioniert immer noch. Und genauso habe ich da auch noch Glitzer liegen und das ist von Hemway ein Champagner-Ton. So my glitter is from Hemway, it's a champagne. I used to do a lot of kind of DIY projects years ago and I have boxes full of art potch and different paints and different glitters and I had this champagne color from Hemway and I thought this looked really, really nice, so I took this. But now I'm just going in with a tacket, let it dry and then comes the glitter. Ich dachte an dieser Stelle, ich gehe mit dem Pinsel dran und tupfe mir den Glitzer drauf. Ich hatte nicht genug Tacket drauf. Das war alles irgendwie nicht klebrig genug. Also bin ich jetzt nochmal gerade mit dem Pinsel rein, habe noch eine Schicht Tacket aufgetragen und dann hält auch der Glitzer. So I just wanted to brush on my glitter and then I just realized that it wasn't enough Tacket. So I just went in with Tacket again and then I decided just to pour the whole glitter over my little stack. Turn it around, give it a big tap and that's it. Also einmal umdrehen, richtig gegenklopfen und ja, jetzt drehen wir es wieder um und tada, es hat funktioniert. Also man muss es sich auch nicht immer schwerer machen. Also macht mich nicht nach, manchmal mache ich es mir echt nicht ganz leicht. So it worked and don't do what I do. Sometimes I make things harder than they actually are, sorry. And yeah, it worked. The stack is ready and yeah, we can go to the next step. So, was wir jetzt machen, ist, ich habe noch eine Schicht, das nennt sich Neutral Firnis. Das ist sowas wie so ein Gloss-Varnish im Grunde genommen, ein Spray. Ich habe da einmal drüber gesprüht, um den Glitzer ein bisschen zu fixieren und jetzt kommt unsere Schicht Harz. So, I took some, it's called Neutral Varnish.
It's a spray, it's without any color, so it has a UV protection, fast drying. I guess you can use whatever you have on hand. I just sprayed this on and let this dry just to kind of secure the glitter a little bit more. And now we are applying our coat of epoxy. I mixed up 12 grams of epoxy and now I am using my left hand because my turner goes to the left. Also diesmal 12 Gramm Harz, nehme ich meine linke Hand, weil sich das ganze Ding nach links dreht. So. Und ich tippe hier einmal rein. Ich bin da natürlich noch nicht so firm, dass ich jetzt sagen kann, ich bin schnell oder so. Das definitiv nicht. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig beim Hirsch. Ich weiß auch nicht, ob 12 Gramm reichen. Das sehen wir gleich. Es soll auf jeden Fall wirklich nur eine dünne Schicht werden, um den Glitzer zu fixieren. Und wer das erste Video von mir gesehen hat, sieht jetzt wahrscheinlich schon, wie schnell das geht und wie schön das geht, wenn ich die linke Hand nehme. Übrigens, auch noch eine Sache. Die Vögel wollte ich eigentlich auch rausnehmen. Ich fand die aber so süß mit diesem frostigen Look, dass ich sie gelassen habe. Es sollte eigentlich auch erst nur eine Schablone sein. So, my little birds, I placed them as a stencil as well. But I really, really loved how they look with this kind of frosted look. It was a rose gold vinyl foil, or vinyl foil, metallic rose vinyl foil. And with this glitter, they kind of look like frosted. And I just loved it. So I kept them. My plan was to remove those as well, but I just loved it. Ich mache euch den Teil mal wieder wesentlich schneller. Ich bin noch sehr langsam, was das angeht. Aber wie gesagt, ich werde schneller. Ihr werdet es in den nächsten Videos sehen. Es wird besser. So, I just really sped up this part. As I mentioned, I'm still learning and I promise I get faster. The next tumblers I made, it went better, definitely. So, bear with me. Give me a few seconds and then we can move on to the next step. So, es ist der nächste Tag. Das Ganze ist gehärtet und ich habe es einmal angeschliffen soweit. So, it's the next day and I gave it a quick sand just to remove bumps and lumps. I still have some, but I don't care. We will do another layer of epoxy later. But it's okay to get our final design. Also, ich habe hier so ein paar Dellen noch drin gehabt. Aus dem Grund habe ich das Ganze einmal angeschliffen. Ich muss mal ganz kurz, entschuldigt bitte, meine Kamera ein bisschen anders einstellen. I just have to, just a second, adjust my camera so you can see. Okay, I got a bucket of warm water or a bowl of warm water. Ich habe warmes Wasser und ich habe Water Slide Folie. Das ist diese Wasserschiebefolie, habe ich euch in meinem Amazon Storefront, den findet ihr in der Beschreibungsbox. Da habe ich euch den verlinkt. Ich habe mir halt diesen kleinen Baum ausgedruckt. So I linked in my, I have an Amazon storefront in the description box and I linked this water slide foil. I just printed out a few things like this little kind of tree and now I'm just placing this into warm water. So nach 20, 30 Sekunden lässt sich ganz einfach dieses hintere, dieses Papier sozusagen, von dieser Wasserschiebefolie lösen und dann kann man das Ganze noch ein bisschen mit Wasser hin und her schieben und richtig platzieren. So after, I don't know, 10, 15, 20 seconds, you can just place your foil, your water slide decal on top of the tumbler and just remove the backing and yeah, you can just
push it around a little bit. Then take a cloth, dry this carefully and you are done. Also mit einem Tuch übrigens noch ganz vorsichtig das Wasser so ein bisschen raustupfen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist, dass die Vögel hinter den Zweigen sitzen, was ich ein bisschen doof finde. Deswegen nehme ich gerade noch mein Messerchen und schneide mir die Äste sozusagen weg. So what I don't like is that my birds are sitting behind the branches. So I just take my craft knife, remove those little spots so that the bird is sitting in front, kind of. I hope this makes sense. And let it dry, and then we can move on to the outlines of the birds. Ich habe also jetzt ja noch diese kleinen Outlines sozusagen gemacht und die platziere ich jetzt noch oben drauf. Die habe ich auch mit dieser rosé-goldenen Folie ja gemacht und ja, die kommen jetzt einfach noch auf den Vogel sozusagen, um den Vogel herum. Jetzt kommt noch die Umrandung sozusagen für den Hirsch. Ich hatte mir den ja in Braun ausgedruckt. Mir hat das mit Braun aber überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich mir hier genauso wie mit den Vögeln aus dieser rosé-goldenen Folie nochmal so ein Offset gemacht. I didn't really like the brown foil, so I just repeated the step and printed out or cut out my stag in this rose gold foil. Und ich versuche jetzt im Grunde genommen das Ganze so genau wie möglich drauf zu kleben. Ist mein erster Versuch, deswegen habe ich da so meine Probleme. Ich weiß aber jetzt auch demnächst eine bessere Technik mit diesen Offsets. Wie gesagt, der Hirsch hätte eigentlich im Großen und Ganzen genauso groß sein müssen wie meine Umrandung und nicht kleiner, also nicht quasi in die Umrandung passen, sondern gleich groß. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber ich fussel mich da halt jetzt einfach so durch und platziere das Ganze. So, I just try to place this outlines as precisely as possible. But I made this mistake. Next time I know that my stencil has to be the same size as the outlines. Makes it much easier. But yeah, I will just go with it and just place it on top as good as I can. Ich denke, das sieht soweit ganz gut aus. Man sieht so ein bisschen weiß drunter, aber das ist nicht schlimm. So I think it looks pretty good. There is a little bit white showing through, but it doesn't really matter. So now I go in with my water slide again and apply all my patterns, which I printed out on the water slide. And yeah, that's basically it. Also jetzt kommt noch ein bisschen Wasserschiebefolie. Ich habe mir noch so ein paar Kleinigkeiten ausgedruckt, die Blätter und diesen Zweig hier sozusagen. Das platzieren wir jetzt einfach nur überall und dann sind wir, ach, das Winter Wonderland kommt natürlich noch drauf. Wir haben ja noch ein paar Schneeflocken. Also es ist noch ein bisschen designmäßig und ja, das machen wir jetzt alles erstmal fertig.
So, fertig. Ich zeige euch das jetzt mal. This is how it looks like. And now I go in with some art potch just to seal my vinyls and everything. And then we can put on the next layer of epoxy. Also ich gehe jetzt einmal mit Art Potch drüber und versiegel mir damit meine Folie und den Glitzer nochmal, also alles nochmal so ein bisschen vorsichtshalber drüber, damit auch wirklich alles schön in Form bleibt. Auch die Wasserschiebefolie, ne, damit wird einfach nochmal alles schön versiegelt, damit durch das Epoxy nachher nichts kaputt geht, also durch das Harz. I just brush this on everything, also the water slide foil. I just seal everything, better be safe than sorry. So I just brush that all over my tumbler, let this dry, and then we can move on. So, Schnelldurchlauf, einmal eine Schicht Harz drauf. Das Ganze wiederhole ich nachher nochmal, dass wir eine schöne Schicht haben. Mache die Ränder natürlich oben auch noch schön sauber, dass da kein Harz mehr dran klebt. Aber das müsst ihr nicht, das muss ich jetzt nicht alles filmen, sonst wird es einfach zu lang. Also, schön einmal Harz drauf und fertig. So, I just put on another layer of epoxy. And then I let this cure and repeat the same step. But I also cleaned my edges with a craft knife, removed any epoxy. Did a second coat and then, yeah, that's it. Und hier seht ihr den fertigen Tumbler. Ich finde den so schön geworden. Ich bin wirklich ganz begeistert. So, this is my final result and I just love it. Wie immer, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, as always, leave me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video. And thank you so much for watching this long video. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal.